Blockflöte aktiv im Iran. Vergangen, vergessen, gar vergeben? Nein. Es ist eines der Episoden in der Regierung von Bürgermeister Janut, die man eigentlich nicht vergessen sollte und an die man ihn auch jetzt erinnern muss und sollte, denn es gehört genauso zu seiner Legislatur wie die sogenannten Erfolge seiner Legislatur. In der Haushaltsdebatte im Iran wurden hier auch diese Themen besprochen, zumindest von mir wurden sie angesprochen. Antworten allerdings hat es keine gegeben, denn das Problem ist immer noch nicht ausgestanden. Kaufleute aktiv im Iran. Gut, nächstes Thema: Kaufleute aktiv. Herr Bürgermeister, es hat mich einfach gewundert, ich habe in Ihrem ganzen Bericht und ich habe sie alle genau gelesen, ich habe nichts zum Thema Kaufleute aktiv gefunden. Dabei ist das Thema ja noch gar nicht fertig. Kaufleute aktiv, erstens ist noch ein Prozess im Gange. Der sogenannte Freispruch erster Instanz wurde vom Staatsanwalt angefochten. Das heißt, er ist noch nicht rechtskräftig. Frau Siebenführer ist in erster Instanz freigesprochen, aber es ist die zweite Instanz, ist noch durchzufechten. Und es ist nicht sicher, dass Frau Siebenführer freigesprochen wird, dass das Urteil bestätigt wird. Es ist erstaunlich, Herr Bürgermeister, wenn man heute, ich habe mir alte Protokolle angeschaut und durchgelesen, es ist erstaunlich. Wir hätten heute das ganze Problem nicht, wenn Sie damals die Courage gehabt hätten, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, der diesen Umma-Umma-Mist, der hier im Hintergrund der Gemeinde getätigt wurde, um den aufzuklären. Es wurde vermutet, Sie wussten was, Herr Fritscher wusste was, der eine wusste schon, der Zeller wusste nicht. Dort wurden Verhandlungen geführt mit Siegmund und so weiter und so weiter. Darum geht es jetzt nicht da. Es ist nur, Sie haben hier ein Problem gehabt in Ihrer Legislatur und dieses Problem, bitte, haben Sie nicht gelöst. Sie sind es, haben es einfach verschwiegen in Ihrer Tätigkeit. Wenn Sie schon so gute Tätigkeiten beschreiben in der Zeitung, beschreiben Sie auch diese Tätigkeiten, wo Sie leider nichts erreicht haben, beziehungsweise sie nicht erledigt haben. Ja, ja, ich weiß schon, aber Sie haben ja scheinbar einen Untersuchungsausschuss, wollten Sie ja unbedingt haben, ja? Sie haben es nicht, Sie haben es nicht gemacht, Sie haben abgelehnt, wir haben beantragt, Sie haben abgelehnt. Schauen Sie, Herr Bürgermeister, wenn Sie jetzt noch behaupten, dass Sie bei Kaufleute aktiv, dass Sie hier noch einen Erfolg zu verbuchen haben, dann tut es mir leid, dann sehen Sie die Tatsachen nicht. Auf diese konkreten Fragen gab es keine Antworten. Also wieder nach dem Motto, vergangen, vergessen, vielleicht sogar vergeben.